Vor 20 Jahren, 1992, also 21 Jahre her, bin ich da reingestanden am Neumärt vor dem weinroten Gebäude mit so farbigen Hosen aus Guatemala, mit einem recht ausgefranzelten Leinenhemd und einem Sichtmäppli unter dem Arm und habe gehofft, dass mich der Chefmoderator vom Radio Argovia, der Michi Lerismann, die Türen aufmacht. Es war mein Start in dieser Gegend als Zürcher. Ich durfte beim Radio Argovia starten vor 21 Jahren hier zu Bruck im... Nein, das war nicht der Steiger, das war noch der Neumärt. Gestern, als ich hier angekommen in den Campussaal und auf dem Platz gestanden bin, hatte ich einfach ein bisschen Hühnerhaut aufgrund dieser Szene, die mich wieder eingeholt hat, die ganze Emotion, die Bruck für mich bedeutet. Und ich bin auf dem Campussaal gestanden und habe mir rückwärts die Sicht überlegt, die ich damals hatte, auf den Bereich der Fachhochschule. Und ich habe einfach gestaunt, wie sich das entwickelt hat, meine Damen und Herren. Unglaublich. Und wir sind heute zusammen da und ich finde es einen enorm schönen Moment, dürfen mit Ihnen zusammen wirklich jetzt erstmal hier stehen, den Campussaal zu eröffnen. Die Stadt Bruck zusammen mit Windisch hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht und über das werden wir heute reden. Ich hoffe, dass Sie viel werden können mitnehmen. Wir haben äußerst spannende Referate heute. Wir haben eine schöne Einführung mit einem Standort-Marketing-Clip, können wir auch sagen dazu. Wir haben eine Pause, wo Sie netzwerken können. Wir haben Ständchen draussen, die Sie anschauen können, wo wir Sie auch herzlich einladen, die Stände zu besuchen. Sie haben völlig Zeit, heute auch wieder Kontakt zu knüpfen und netzwerken. Also alles, was man halt sich bei den KMUs so gewöhnt ist. An mir liegt es jetzt ja nicht, wirklich so die richtige Eröffnungsspeech zu machen. Und darum gebe ich das Wort gerne am Mr. KMU Swiss und er ist Gastgeber heute und wird Sie begrüßen und ich bitte Sie, begrüßen Sie ihn mit einem herzlichen Applaus, der Armin Baumann.